Da bin ich wieder, aber leider hat das mit dem Reconnecten nicht funktioniert. Deswegen habe ich den Stream jetzt nochmal neu gestartet. So, ja, ganz groß. Das war ein tolles Internetproblemchen. Jo, Internet geht wieder, dann können wir auch weitermachen. Keine Ahnung, was der gerade hatte. Also die Idee war ja hier, Bosnien rauszuholen, da kriege ich halt drei Cores. Aber mehr Cores kriege ich aus dem ganzen Spaß nicht raus. Weil das ist ja hier nicht ein Core von denen, die Küste, ne. Und da verliere ich hier auch selber vier Provinzen. Deswegen hätte ich das jetzt mit Bosnien gemacht. Zumindest war das meine Idee. Der Russe will Geld. Schon wieder. Sind wir noch verbündet? Ah, sind noch verbündet. Der kriegt irgendwie nur auf die Nase. Oh, das wäre natürlich mächtig. Das wäre natürlich sehr mächtig, wenn ich wenn der Spanier mitkommt, wenn Mailand mitkommt. Auf der anderen Seite nur Luca, Genua leider nicht. Frankreich Gott sei Dank auch nicht. Gibt es hier irgendwas, was man... Nee, hier gibt es nur Italien. Ja, die einzigen waren Sizilien hier und die wollte ich halt releasen und das hat ja nicht funktioniert, weil die mir von dem Spanier geklaut wurden. Sardinien nehmen, aber es sind auch nur ein paar Cores. Ja, aber es ist die Alternative, also hier hinten Krieg machen. Bringt nichts, Mamluken und so. Genua Krieg machen. Kommt halt Polen. Auch ungeil. Und gegen den Mamelucken sehe ich aktuell noch alt aus. Kommt dann einfach jeder von seinen kleinen Verbündeten. Und bei mir kommt keiner. Auch gut. Wie macht man das jetzt am besten? Wie viele Schiffe hatten der? 73.
Damit ist nicht zu spaßen. Alles. Immer wollen die ihre Unabhängigkeit, ey. Was machen wir da jetzt? Korn wir die jetzt erstmal. Natürlich so rum. Dann schauen wir mal. Was müssen wir machen? So, da arbeiten wir gerade dran. Ein Nahkampf. So, jetzt wäre Genua dabei. Ach, da wollen sie gern Land haben. Ach, da kommt dann Frankreich mit, oder was? Oh, soll man das riskieren? Also auf dem Papier sind wir doppelt so stark. Aber Papier ist geduldig. Und ich krieg meine Flotte nicht. Ich krieg meine Armee nicht rüber. Ja, wobei ich könnte ja hier rumlaufen. Wenn der Ungar mir Zugang gewährt. Was er wahrscheinlich nicht machen würde. Oder ich schaffe die schon präventiv einfach mal nach Milano. Wie sieht's denn militärtechnisch überhaupt aus? Wir sind zwei drüber. Okay. Flottentechnisch Potenzial definitiv. Oh, dass man mit den eigenen Verbündeten keinen Militärzugang hat, das ist für mich immer noch so eine. Riesiges Fragezeichen. So könnte man das machen.
Ja, es ist mega nervig, dass es mit dem Internet zusammengebrochen ist. Können die halten. Ist halt die Frage, ob wir die auch noch mit rüber holen. Normalerweise hätte ich das Prestige genommen, aber in dem Fall leider nein. So, holen wir die auch noch rüber. Könnte man tun, ne? Hier kommt man nicht durch, man kommt nur durch Luca durch, aber die sind ja mit Teil des Krieges. Jetzt hier diese blöden Rebellen aus der Box springen. Überdehnung, die tun immer so. Also mit der Legitimität ist ärgerlich, das gebe ich gerne zu. Administrative Macht, exzellent. Können wir das auch noch Korn hier? Zack. So, was können wir denn hier als nächstes machen? Also, bürgermächtige Handelseffizienz, Handelseinfluss, Bürgergleichgewicht, Korruption minus 10, Verwaltungskosten, Handelshäuser minus 10, Handelseinfluss Inland plus 15, Merkantilismus fördern, Einfluss Ausland, Institutionenverbreitung. Produktionseffizient, Inflationsreduktion oder Entwicklungskosten minus 5% und produzierte Güter. Pff. Ich nehme, glaube ich, wieder den Handel. Zack. Kann man ja immer noch ändern, irgendwann mal später. So. Mal kurz aufs Punktevergleich-Dings geguckt. Also Platz 19, 1,89. Bin ich gerade ganz gut unterwegs. So. Holen wir die jetzt noch rüber oder nicht? Die 34. Der Spanier hat hier halt keinerlei Einheiten. Ich hoffe aber, dass es beim Franzosen ähnlich ist. Kommen denn da? Pff, 10. Aber noch einfach mal so mehr Söldner aus dem Rippenleiern ist auch nicht, ne?
Also so eine 10er kostet 370, das ist schon nicht ohne. Genua tut hier rum Piraterien. Genua hat halt auch nochmal Schiffe, ne? Ich finde die 64. Das könnte uns natürlich um die Ohren fliegen, ne? Ja, da kommt ja Polen, ne? Ah, jetzt ist Frankreich schon von vornherein dabei. Interessant, mit Mailand ist es nicht dabei. Die spanischen Kolonien mit angreifen. Weil ich hier hinten überhaupt nichts sehe. Portugiesisch Kolumbien steht hier, Portugiesisch Mexiko. Florida scheint gelb zu sein, ja. Neufundland ist England. Oh, warte mal, England ist ja dann auch gegen den Franzosen, ne? Die sind ja immer noch hier Juniorpartner. Oh, Freiheitsbestreben. Ich glaube, die mögen mich dann nicht, wenn ich das hier... Ach, das geht nicht. So schön doppeltes Spiel spielen. Die sind ja dann auch dabei, aber sie haben ja hier eben... 77 stehen und auf der Uhr kommen ja dann über 200.000. Also 150.000 oder so dazu. Und das alles wegen hier so einem Stück Land in Salento. Ich fühle mich persönlich noch nicht so hundertprozentig fein damit. Machen oder nicht machen. Es sind halt jetzt schon zwei Kriege um die Ohren geflogen, ne? Ja, die sind doppelt so stark. Aber da sind halt auch vier Kolonien dabei. Bei den Franzosen sind es aber auch Kolonien. Korsika hat nur Anspruch auf Korsika. Sehr schön. Und Sardinien hat nur Anspruch auf Sardinien. Noch viel schönerer. Die Hauptfrage ist, hole ich die rüber oder hole ich die nicht rüber? Ich hole die noch mit rüber. Achso, die können wir wieder im Gesamt. Och, da fehlt mir
Schiffe. Dann bleiben sie da. Aber ich kann dann halt ganz schlecht. Ich kann dann ganz schlecht Verstärkung holen, ne? Naja, komm. Frankreich ist ja, war ja, glaube ich, von seiner Rekrutenreserve fast ausgedingst. Dann machen wir das. Eroberung Salento. Auf die da hinten muss ich aufpassen, was auch immer die da so viele stehen haben. Werden der Engländer eigentlich? Ach, 119. Naja, ich mache mir hier Gedanken. So. Dann fangen wir mal den Krieg an hier. Haben die gewonnen oder verloren? Ein Schiff nach dem anderen. Wo will wer hier landen? Da? Seid ihr euch sicher? Kann sein. Uiuiui, es wäre fast schief gegangen. Gegen 4000, die Armen. Kommt hier irgendjemand von hier hinten? Nee. Ich bin so fies, wenn die mich damit lockern.
jetzt nicht mit. Das haben wir schon besetzt. Das haben wir auch besetzt. Nee, das haben die besetzt. Wie sie hier ihre Minischiffe, ihre Miniflotten einzeln reinschicken, ist halt immer so ein, so ein krasser Waste. Große Schiffe. Habe ich tatsächlich mein großes Schiff verloren oder was? Fuck off. Ist der weg oder sind die einfach jetzt weggerannt? Ja, ich hatte auf alle Fälle ein großes, ein Großschiff. Das ist weg. So, was haben wir hier? Papa, Ragusa. Kann ich noch irgendwas machen? Nee. Kann ich hier irgend. Nee, der macht gerade. Wenn er soweit ist, sagt er Bescheid bestimmt. Nee, ganz ehrlich, dann bleibt doch bitte mal auf Luca. Hm? Dieses Hin- und Her-Gedingse. Also einzelne Schiffe schießen ist natürlich mega blöd für uns. Und gut, wenn es auf der anderen Seite auch passiert, da kann man ja nur... Boah, ne, es ist ein Riesenumweg. Haltet durch. Haltet durch, haltet durch, haltet durch.
Zu verstehen jetzt noch eine mailändische Flotte. Sind die anderen komplett hops gegangen oder was? ...34 stehen hier noch. Da passt der Brite drauf auf. Dass die nicht ausbüchsen. Agenda. Müsste mal. Ach, endlich mal was mit Grundsteuer, ey. Deine Manufaktur in Tunis. Mindestens 90. Pff, bis ich da bin, ist, bin ich adlig, ey. Manufaktur ist mit zu viel Geld. Dann nehmen wir die Grundsteuer. Adel geht's richtig gut bei mir. Kann man nicht anders sagen. Den, nicht dem Adel, hier den Heiligen. Den geht's richtig gut. Also es sieht ganz gut aus bis jetzt. Der Engländer macht nichts. Okay. Damit muss man natürlich rechnen, dass das passiert. Passieren kann. Wo ist denn hier der Rest von Mailand? Oh, das sind viele Schiffe. Ach, da sind 30.000 drin, also ist das alles? Stabilität vernichtet sie. Dieses ganze Unruhezeug, ey.
Spontan hätte ich gesagt, die verlieren hier schon wie Sau, aber das scheint noch nicht der Fall zu sein. Wieso sind wir denn jetzt mit dem Minus? Müssen doch flottentechnisch eigentlich komplett abschmieren. Eigentlich. Es ist jetzt wieder typisch, dass die Spanier machen nichts, die Engländer machen nichts. Es ist tragisch. Ich hätte jetzt noch so einen Grund.
das raus. Jetzt greift der Engländer an, oder was? Cool. Hat er sich jetzt anders überlegt, oder wie? Gut. Oh, jetzt hat er anscheinend seine Einheiten hier rüber bekommen. Das ist nicht so gut. Damit kommt jetzt zu mir rüber. Ach ne, dann. Wenn er sonst keine Schwierigkeiten hat. Dann ist doch alles schick. Und schon ist man bei 1%. Kaum macht mal der Engländer mit. Wie ist der denn da hingekommen? Und wieso kommt der da nicht hin? Ah, da kommt noch ein Engländer dazu. Bäm! Sind sie komplett weg? Nein! Warum nicht? So, das ist jetzt meine richtige Armee. Ne? Und das ist der... Ja, mit Luca. Frieden verhandeln. Die wollten doch ein Gebiet haben, oder? Kriegen sie das? Mailand wünscht es nicht. Egal. Dann... Hi, Fursen. Ja, irgendwie das mit dem Reconnecten hat nicht funktioniert. Da muss ich den Stream neu starten. Leider. So. Und jetzt haben wir schon Krieg mit Italien hier. Blöden Rebellen, ey, ganz ehrlich, was wollen die?
So, da. Britta rückt wieder ab. Sowieso so ein komisches Verhalten von dem. Erst bleibt da ewig stehen. Dann greift es aber immer an. Also ganz seltsam. Ganz, ganz seltsam. Ich renne jetzt hier auch auf immer sonst wohin. Na, hoffentlich tun die hier weiter drumrum eiern. Kann ich jetzt hier wenigstens bomben? Na bitte. Kein Großprojekt bauen. Hey. Ja, nehmen wir meine Hauptstadt ein. Wenn es dir Freude bereitet. Ja, aber aktuell ist hier niemand, der die für mich wegmacht. Das habe ich auch schon ein paar Mal genutzt. Aber da ist aktuell niemand leider, der sich um die Rebellen kümmert. Komm, 49, 42. Ach ja, der Brite greift wieder an, sehr gut. Es kommen noch mehr Rebellen. Wir haben ja noch nicht genug. Afon war auch 20.000 oder 23.000 gegen 150.000 am Ende. Kein Stack-Vibe. Also, Fragezeichen. Prestige oder Spionageabwehr? Ach, Spionageabwehr. Ich brauche das Prestige gerade. Ist der Franzose, denn seine Hauptstadt ist er eigentlich eingenommen. Soll ich mir eine französische Provinz nehmen? Und dann, warte, Provence oder so? Was haben wir hier noch? Niemand weiter. Wäre das ein Move? Die Provence nehmen und dann hier Toulon nehmen und dann die Provence releasen. Sich schön hier mit jedem unbeliebt machen. Kann ich überhaupt noch einen? Einen kann ich noch. Einer geht noch. Habe ich irgendwie Bock drauf. Mir auch nicht so viel aggressive Expansion. Alter, krass. Den Handel überträgt er mir nicht. Aber 940?
Wow. Dann machen wir das doch so. Was meinst du mit die primäre Kultur? Ach so, ich kann nicht einfach jede releasen, oder was? Wo sehe ich denn das? Moment. Kultur okzidentisch vielleicht? Das ist keine Kultur, die ich akzeptiere. Also muss ich die akzeptieren, die Kultur, und einen Code draus machen und dann kann ich den releasen. Nee? Okay. Ich mach's jetzt einfach mal. Mal gucken. Probieren geht über studieren. Ich hab da irgendwie Bock drauf. Das hört sich lustig an. So, mehr Geld gibt's ja nicht, ne? Dann ist der Franzose raus. Achso, das kann ich ja sowieso nicht in Kriegszeiten. Ah, schade. So, dann ist nur noch El Siciliano übrig. Da mal kurz Korruption bekämpfen. Alter. Okay. Das ist schon wieder auf null so gut wie. Was könnte ich denn hier für Großprojekte bauen? Was bringt mir das? Kostenberater minus 10. Alter, mega gut. Habe ich noch eins? Nee. Wie viel kostet er? 1000. Billig. Na, ich baue aber lieber Häuser. Okay. Ja, das mit dem Berater finde ich auch cool. Aber ich weiß nicht, ob ich Bock habe, die 1000 Dukaten jetzt schon zu investieren. Naja, wir können es ja mal machen. Das wird ja eh nicht, das Geld wird ja eh nicht schlecht, nee, besser. Außerdem kommt da ja wieder was, kommt ja, ist ja Payback quasi.
Jetzt haben sie Konstantinopel eingenommen. Gut, was können wir hier machen? Gut, ja, dann haben wir es doch fast. Och, noch mehr Rebellen, ey. Lasst mich in Ruhe. Sehr gut. Das müssen ja alle sein, ne? Ah ne, hier drüben noch. Die Insel gibt's ja noch. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ey, jetzt kümmern die sich wirklich um meine Rebellen. Mega gut. Kommt raus, wo immer ihr seid, liebe Rebellen. Es gibt Kekse für alle. Ja, und wie kommen wir jetzt darüber? Habt ihr einen Plan? Haben halt nicht die 200%. Das ist also einfach 64. Nein! Korruption, X. Bekämpfen. Sofort. Die schon mal gegen die Rebellen hier kämpfen. So, schippert irgendeiner von euch die Einheiten rüber oder machen wir das jetzt nicht mehr? Meine eigene Stadt muss ich einnehmen. Hauptstadt wohlgemerkt. Ach, da habt ihr sie nur weggemacht und dann habt ihr die Provinz aber sich selber überlassen. Das ist ja fies. So, da können wir es ein bisschen schneller laufen lassen, bis der ganze Spaß hier vorbei ist. Flotte zerschießen sie halt noch, ne? Ja, 10 Prestige, oder? Ja, der kostet halt. Ja, nee, ich brauche das Prestige erstmal gerade. Das ist wichtig, damit hier die Legitimität ein bisschen hochgeht. Junge,
Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Kann aber, also ich habe leider vorhin schon einen Kampf mit einer verbündeten Flotte geführt und da war, der ist halt nicht so gut ausgegangen, deswegen. So, Frieden verhandeln. Also, warte mal. Ja, genau, der kriegt das da oben. Das habe ich dem versprochen. Das kriegt er. Ich krieg das, das ist ja schließlich der Kriegsgrund. Ich hätte gern auch noch hier eine. Dann kann ich mir nämlich hier einen Chor holen. Gibt's irgendeine billigere? 37,7, 35. Ne, das ist schon die günstigere, ne? Ja, mehr hole ich mir jetzt nicht. Das muss reichen. So krass, wegen zwei Provinzen tut er so rum. Ich habe doch gesagt, dass ich die hier haben will. Wieso sind denn das 25% aggressive Expansion? Deswegen führe ich ja den Krieg. Wieso sollte ich sonst den Krieg führen? Lol, wenn ich die hier nehme und nicht die, wegen der ich eigentlich Krieg geführt habe, wenn ich die hier nehme, dann sind es nur 10%. Das ist eigentlich für mich auch vollkommen fein. Ja, ich nehme die auch. Hast recht. Kommt eine fette Festung hin. Erniedrigt ihn. Alter, und Geld. So, da kriege ich doch hier Machtprojektion, oder? So ein bisschen. Vielleicht. Jo. Bäm. Mega gut. So, jetzt die Frage, ja, ist die Frage. Wem möchte ich hier zuerst releasen? Die Bretagne oder die anderen? Was ist denn teurer? Oder Sizilien hier. Die hatte ich ja schon mal, die hat mir der Spanier dann geklaut. Wegen diesem unmöglichen Krieg mit den Russen. Ich will das machen, ich will gucken. So, also. Theoretisch die Provence, ja, könnte ich machen. Und Sizilien kann ich auch machen. Weil bei dem nächsten dann schon angefangen, hat sich schon eine Koalition gebildet. Da war doch schon dieses Koalitionszeichen da. Außerdem bin ich, warte. Frankreich. 16,5. Ich hätte noch diverse Bündnisse brechen können. Das hätte ich noch machen können. Das war doof. Das gebe ich gar nicht zu. Das war richtig doof. 16. 5 mit Frankreich, dann mache ich die Provence zuerst. Zack. Die Provence hat überall Kurs. Sehr gut. Zack. Ich weiß, das ist nur, das ist mindestens, nee, 5, glaube ich, oder? Mindestens 5. Trotzdem, ich bin da jetzt ein bisschen vorsichtiger, aber ist ja auch nicht schlimm. Salento. Hier baue ich dann eine fette Festung hin. Oder so. Muss ich mal noch überlegen. Gut. Ja, das war doch schon mal wieder ein erfolgreicher Krieg. Vier Einheiten mehr könnten wir vertragen und Flotte können wir halt mal ausbauen. Die ist echt mies. Rennfrost.
Das hier, das ist Ungarn und das ist der Pole hier. Das hier. Also einmal Ungarn, einmal Polen. Die Ungarn sind erst in 6 Jahren wieder dran. Dann können wir erst wieder Krieg führen. Jo. Ja. Hätte ich mir mehr nehmen können. Mag schon sein, aber ich bin so eigentlich ganz zufrieden. Ich will das nicht überstrapazieren mit der aggressiven Expansion. Von daher ist das für mich in dem Moment ehrlich gesagt fein. Ja, den kenne ich mit der aggressiven Expansion. Wobei ich den nicht so hundertprozentig verstehe, beziehungsweise ich habe da das Gefühl, dass die. Ja, ist doch alles grün. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist doch alles schick. Machen wir halt den nächsten Krieg. Es muss ja auch noch was zu tun geben. Wenn ich das jetzt schon alles einnehme, dann ist ja hier morgen Spiel vorbei. Gestrichelte können nicht. Ach, das sind die mit den Waffenruhen, ja. Ach Gott, was ist das denn? Ich lieber die 5 Armee-Professionalität, okay. Aber der Unterhalt dafür 10%. Ach na, und ein. Boah. Und ein. Eine Armee-Professionalität jährlich 1%. Oh, ich will keinen Kredit aufnehmen. Nö, wir machen das nicht. Ist wahrscheinlich mächtig und war jetzt wieder eine blöde Entscheidung, aber habe ich keinen Bock drauf. Ich habe gerne einen ausgeglichenen Haushalt. Du kriegst die Krise mit mir, Frozen, oder? Tut mir leid, ich bin da ein bisschen.